Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von V-Rising. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. So, wir haben die Qual der Wahl. Und zwar, wenn wir jetzt unseren nächsten Boss holen, gibt es jetzt nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder wir stellen uns Meredith in der Eisenmine. Bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Oder der blöden Ziege. Ziege oder Eisenmine? Das ist ja die Frage. Und ich denke, es wird Zeit, dass Christina mal ablebt. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Und dann geht's jetzt los. Blut verfolgen. Christina, fünfter Versuch. Es wird mir ja wohl jetzt mal gelingen. Und wenn ich sie gefunden habe, melde ich mich wieder bei euch. Bis gleich. So, meine Lieben, wir haben sie ausfindig gemacht. Bin mal gespannt. So war es falsch. Einfach ein Dauerstun vor dem Herrn. Wirklich wahr. Der Wahnsinn. Irgendwas mache ich nicht richtig. Und ich weiß nicht was. This is my conviction. Shining blessings. Ja, und sie heilt sich wieder hoch. This is my conviction. I will show you discipline. Shining blessings. Shining blessings. Ja, sie heilt sich immer wieder hoch. Das ist der Wahnsinn. Also, wie soll man das denn machen hier? Verstehe ich nicht. Komm, beweg dich. Verstehe ich einfach nicht. This is my conviction. Macht die jetzt platt, das sage ich euch. This is my conviction. Komm schon. I will show you discipline. Yes. This is my reward. Wir haben sie geschafft, die blöde Ziege. Endlich. Oder langsam Zeit hier. Unglaublich. Aber die ist schwierig. Also ich finde die nicht leicht.
allem durch dieses ständige Spawnen von Gegnern. Dann heilt sie die Gegner auch noch hoch. Dann heilt sie sich auch noch mal hoch. Aber Gott sei Dank nicht permanent. Sie hat also im Grunde auch einen gewissen Mana-Vorrat, wenn man so will. Ja, sehr schön. Das hat doch gut funktioniert. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, meine Tränke einzuwerfen. Mich schon gewundert, warum es so schwer war. Okay. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, gleiches Spiel wie immer. Wir gehen zurück zur Base. Und dann wird Meredith das nächste Video sein. Wir werden uns jetzt erstmal Glas herstellen. Wir sehen uns im Schloss wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir haben, was haben wir bekommen von ihr, von der Guten? Schauen wir mal, was wir entdecken. Hier, doch hier war was. Oh, Fegefeuer. Oder? Ja, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Das ist neu. Fegefeuer, rufe eine Energiesäule herab, die Feinde in einem Bereich für eine Sekunde verlangsamt und Verbündete für 40% deiner Zauberkraft heilt. So, was ist bei Solisten? Ich spiele nur Solo. Nach 1,2 Sekunden explodiert die Säule mit einer mächtigen Kraftexplosion, die Feinden 75% magischen Schaden zufügt und Verbündete um 75% deiner Zauberkraft heilt. Das ist wiederum gut. Fegefeuer. Moment, das will ich mal ausprobieren. Gucken wir uns da mal rein. Ja. Ah, das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich schon mal gesehen. Das müssen wir ausprobieren. Also gut, also wenn ich bei Feinden Schaden mache, nehme ich 75% magischen Schaden. Also logischerweise, wenn, nur wenn wir Schaden machen mit dem Fegefeuer, dann werden wir um den Betrag, um diese 75%, die wir an Damage machen, am Gegner, werden um diesen Betrag geheilt. Ich hoffe, dass das so stimmt. Das ist aber sehr, sehr gut. Das ist ein sehr guter Skill. Und was hatte ich jetzt da drin? Da hatte ich das drin. Okay, so, was haben wir denn noch bekommen? Schauen wir mal kurz nochmal ins Blutaltar, bevor ich irgendwas vergesse. Okay, Fegefeuer, dann haben wir, klar, Glas, Rezept für Glas. Um Glas herzustellen, leere Glasflasche, nützlich als Flüssigkeitsbehälter, verwende sie in der Nähe einer Flüssigkeitsquelle, ja, kennen wir. Heiligwiderstandstrank, ein Trank, der die Heilwiderstandswertung um 50 für 1800 Sekunden erhöht. Das waren, ich meine 20. Nee. Nee, das müssten ja 30 Minuten sein. Ist das richtig? Und Blutrosentrank. Okay, das sind, klar, das sind die Heiltränke, die aber weitaus mehr heilen als vorher. Wie gesagt, wir hatten Blutrosengebräu. 4% meiner maximalen Gesundheit werden wir geheilt und jetzt können wir, werden 5,5% unserer maximalen Gesundheit jede Sekunde für 10 Sekunden wiederhergestellt. Das ist sehr schön. Und sonst, ja, Rezepte Glas ist die Frage, wo können wir jetzt Glas herstellen? Haben wir da irgendwas? Ich glaube nicht. Das geht über irgendwas anderes. Wo können wir Glas herstellen? Herstellung. Bei der Mühle vielleicht? Nee. Glaspulver? Nee. Schauen wir mal, wo wir Glas herstellen können. Nö, hier nicht. Wo können wir das herstellen? Nee, das sind ja nur Sachen. Wo können wir das denn herstellen? Hier wohl kaum, bei der Schmiede.
da auch nicht. Ja. Schön. Wo denn? Auch nicht? So, jetzt wird's interessant. Viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Also hier wohl kaum bei der Holzgeschichte Sägewert. Nee, das hätte mich auch sehr gewundert. Alchemitisch natürlich auch nicht. Da können wir die Sachen herstellen, aber wo können wir denn Glas herstellen? Auch nicht. Auch nicht. Ach ja, natürlich. Schmelzofen natürlich, oder? Ja, sicher. Mei, man muss nur ein bisschen denken, was mir manchmal schwerfällt. Okay, alles klar. Über den Schmelzofen, über unser Quarz, was wir gesammelt haben, können wir dann für 15 Quarz eine Glasscheibe herstellen. Ui, und das ist toll, weil jetzt bin ich nämlich nicht darauf angewiesen, dass ich mir meine Geißelsteine vom Friedhof hole, also von den Gräbern, sondern wir können hier mittels Schleifstein, Glas dreimal und Grabstaub auch dreimal auch einen Geißelstein herstellen. Das ist sehr gut. Ja, prima. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, lasst mir doch einfach einen Kommentar da, was gut war, was schlecht war, was besser sein könnte oder ob alles super war. Ich freue mich über jeden Kommentar, wünsche euch jetzt noch viel, viel Spaß mit V-Rising. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns Meredith vornehmen, die ja bekanntlich in der Eisenmine patrouilliert. Das wird spannend. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Macht's gut. Ciao.